Die Markierungen des Unfallkommandos zeigen, wo das Opfer zum Liegen gekommen ist. Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr war ein 78-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Neuperlach unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw in der Heinrich-Lübcke-Straße stadteinwärts. Der 78-jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte die Heinrich-Lübcke-Straße an der Ecke zum Schumacherring überqueren, hat dabei offensichtlich nicht aufgepasst und ein herannahes Fahrzeug übersehen, mit dem er dann frontal kollidiert ist. Aktuell gehen die Ärzte davon aus, dass die Verletzungen lebensbedrohlich sind. Aufgrund der Schwere des Unfalls und der Tatsache, dass zu Beginn mit dem Ableben des Radlers zu rechnen war, veranlasste die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten. Wichtig ist ja für uns, dass wir die Unfallursache genau herausfinden, und zu diesem Zweck haben wir vor Ort eine Unfallsachverständige hinzugezogen.